Allah hat kein großartigeres Tier erschaffen als das Kamel. So jedenfalls heißt es im Koran. Einst waren diese Überlebenskünstler der Wüste Lebensgrundlage der Beduinen. Die Menschen tranken die Milch der Kamele, aßen ihr Fleisch und verarbeiteten die Haut zu Leder. Doch vor allem dienten sie als robuste und genügsame Transportmittel. Heute sind die Wüstenschiffe Sportstars, die mit 40 Kilometern pro Stunde über die Rennbahn rasen. Für einen echten Champion zahlen Scheichs bis zu 1 Million Dollar. Wissenschaftler setzen modernste Techniken bei der Zucht ein. Ihr Ziel, das perfekte Rennkamel. Das Kamel ist das Symboltier der arabischen Welt, sowie das Känguru in Australien oder der Panda in China. Das Arabische kennt allein 40 verschiedene Bezeichnungen für das Kamel. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es ein Zeichen nationaler Identität. Kamelrennen zählen zu den beliebtesten Sportarten in den Emiraten und Saudi-Arabien, in Katar und Oman. Doch schon lange bevor das Kamelrennen als moderne Sportart entdeckt wurde, lieferten sich Beduinen Wettkämpfe in der Wüste, bei religiösen Festen oder zu Ehren ihres Scheichs. Bis heute spielt das Kamel eine zentrale Rolle im Leben der Beduinen. Und das wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Früher transportierten wir Wasser und Essensvorräte auf unseren Kamelen. Wir waren eine Woche, 10 Tage, manchmal sogar einen ganzen Monat unterwegs. Mit dem Kamel konnten wir über weite Strecken reisen, vom Norden in den Süden und überall hin, wohin wir wollten. Obwohl unser Leben sehr viel moderner geworden ist, nutzen die Menschen hier immer noch Kamele. Wir schätzen und respektieren das Kamel sehr. Wir trinken die Milch des Kamels, essen sein Fleisch und nutzen es immer noch als Transportmittel. Früher, als das Leben noch mühseliger war, hat es uns nie im Stich gelassen. Daher vernachlässigen wir es jetzt auch nicht, obwohl es heute Autos und Flugzeuge gibt. In den vergangenen 3 Jahrzehnten hat der Erdölboom die Vereinigten Arabischen Emirate völlig verändert. Das Land, ein Zusammenschluss von 7 Scheichtümern, gehört nun zu den reichsten im Mittleren Osten. In Dubai, dem zweitgrößten der Emirate, gab es einst nur einige Dörfer und Zelte in der Wüste. Inzwischen stehen hier pulsierende Städte. Die neue und die alte Welt stoßen bei den Kamelrennen aufeinander, die von den Scheichs veranstaltet werden. Für ihren Lieblingssport bauten die Scheichs moderne Rennbahnen und Tribünen. Ausgeklügelte Trainingspläne machen die Rennkamele fit für die Wettkämpfe. Und bei den Live-Übertragungen im Fernsehen fiebern Tausende mit. Die Rennen sind also längst nicht mehr Sache der Beduinen, sondern werden von den Scheichs organisiert. Seit Jahren bevorzugen immer mehr Beduinen das bequeme Leben in den Städten. Ihre alte Lebensart drohte zu verschwinden. Auch um die Traditionen zu bewahren, unterstützen die Scheichs den Rennsport finanziell. Für die Kamelbesitzer lohnt sich daher weiterhin die Aufzucht von Kamelen. Und die Scheichs haben ihr Vergnügen. Ich habe es für 150.000 Dollar gekauft. Wenn es Ihnen zu teuer ist und Sie den Wert nicht erkennen, dann wollen wir es gar nicht an Sie verkaufen. Aber es ist wirklich sehr stark, rennt sehr schnell und es wurde hier in der Gegend gezüchtet und aufgezogen. Allein der Kronprinz von Dubai gibt alljährlich 70 Millionen Dollar nur für Kamelrennen aus.
Die Scheichs setzen alles daran, die Beduinen davon zu überzeugen, dass der Besitz von Kamelen ein Vorteil ist, kein Nachteil. Die Beduinen werden von den Scheichs gut bezahlt. So gerät dieser traditionsreiche Sport nicht ins Abseits und wird am Leben erhalten. Mit der Weiterentwicklung des Sports stieg auch der Wert der Kamele. Heute wechselt ein gutes Rennkamel für etwa $1 Million den Besitzer. Ein Anreiz, immer schnellere, immer bessere Tiere zu züchten. Für die Rennen kreuzte man lokale Kamelrassen mit größeren Tieren aus dem Sudan. Das Ergebnis ein leichtes, schnelles und besonders schlankes Kamel. Die Herrscherfamilie in Dubai besitzt nicht nur Rennkamele, sondern auch die wertvollsten Rennpferde der Welt. Da lag es nahe, Erkenntnisse aus dem Pferdesport auch auf die Höckertiere zu übertragen. Und hierzu sollte vor allem ihre Fortpflanzung optimiert werden. Zu diesem Zweck ließ der Kronprinz von Dubai, Scheich Mohammed Al-Maktoum, ein Forschungszentrum mitten in der Wüste bauen. Wissenschaftliche Direktorin ist Lulu Skidmore. Die Expertin für Rennpferde kam vor 9 Jahren aus England in die Emirate. Ihre Mitarbeiter bereiten gerade ein weibliches Rennkamel zur Entnahme einer Eizelle vor. Etwa 90% aller guten Rennkamele sind weiblichen Geschlechts. Wenn sie ihre Jungen selber austragen würden, könnten sie lange Zeit nicht starten. Ein Karriereknick für die wertvollen Läufer also. Kamele haben eine Tragzeit von 13 Monaten. Danach bringen sie nur ein einziges Junges zur Welt. Hier draußen in der Wüste haben sie keine natürlichen Feinde. Die Natur entschied wohl wegen der Wasser- und Futterknappheit, dass es nicht so viele Kamele geben muss. Das Team von Lulu Skidmore hat Techniken der Fortpflanzungsbiologie auf Kamele übertragen, um so mehr Nachkommen besonders wertvoller Tiere zu erzeugen. Erfolgreiche Rennstuten werden mit Hormonen stimuliert und produzieren dann nicht nur eine Eizelle, sondern durchschnittlich 12. Im Ultraschall sind die Eizellen zu erkennen. Sobald sie reif genug sind, werden sie befruchtet. Trotz aller Technik, den Samen liefert immer noch der Kamelhengst. Doch das Tier befruchtet in Freiheit nur wenige Weibchen und lässt sich auch nicht von einem Wissenschaftler dazu bringen, dieses Verhalten zu ändern. Daher wird der Hengst ausgetrickst. Ein Lederbeutel fängt sein Sperma auf. Der Vorteil der Methode, die geerntete Samenmenge reicht aus, um nicht nur ein, sondern gleich 5 weibliche Kamele künstlich zu befruchten. Das Kamelsperma wird unter dem Mikroskop untersucht. Samenzellen, die nicht gleich verwendet werden, lassen sich in flüssigem Stickstoff für eine lange Zeit einfrieren. Ein wertvolles Gut, das auch an andere Zuchtstationen verkauft wird. Diese Kamelstute wurde vor 8 Tagen befruchtet. Nun sollen die Embryonen, die sich entwickelt haben, entnommen werden. Hierzu pumpt Lulu eine spezielle Flüssigkeit in die Gebärmutter. Manchmal spült sie bis zu 25 Embryonen heraus. Unter dem Mikroskop werden die Embryonen untersucht und, wenn sie aneinander haften, getrennt. Jeder Embryo kann nun einer Leihmutter eingepflanzt werden. Schon nach ein paar Tagen kann die Kamelstute wieder auf der Rennbahn starten. Durch Leihmutterschaft können mehr Nachkommen eines wertvollen Tieres geboren werden, als es natürlicherweise möglich wäre. Eine Methode, die auch für andere Zuchtzwecke angewandt werden könnte?
In Dubai und anderen Ländern des Mittleren Ostens wird das Kamel fast nur noch bei Rennen benutzt. Aber in afrikanischen Ländern ist das Kamel immer noch wichtig als Lasttier und als Milch- und Fleischlieferant. Die Erträge der Rindfleisch- und Milchindustrie in England wurden durch Züchtung und Embryotransfer erhöht. Das Gleiche wäre mit dem Kamel möglich. Doch für Entwicklungsländer ist die Methode zu aufwendig und zu teuer. Daher wird sie wohl auf die Züchtung von Hochleistungsrennkamelen beschränkt bleiben. Damit die Tiere sich optimal entwickeln, bekommen sie spezielles Kraftfutter und werden nach einem ausgeklügelten Plan für die Rennbahn trainiert. Auf einem Trainingsgelände stehen die jungen Hoffnungsträger eines reichen Emiratis. Aus ihnen sollen einmal die schnellsten Kamele Dubais werden. Trainer Ismael überwacht die Aufzucht, das Training und die Versorgung der Kamele. Wenn die Jungtiere ein Jahr alt sind, werden sie von ihren Müttern getrennt. Mit dem entsprechenden Futter sind sie etwa nach einem Monat stark genug. Dann starten wir mit dem Training. In den ersten Monaten werden sie darauf trainiert, 3 oder 4 Kilometer zu rennen. Dann arbeiten wir uns zu den vollen 10 Kilometern vor. Danach sind sie soweit, bei richtigen Rennen mitzulaufen. Während der ersten Phase des Trainings werden die Jungkamele an ein erfahrenes Tier angebunden. Nach und nach werden Tempo und Länge der Übungsstrecke gesteigert. Erst wenn die Muskeln ausreichend trainiert sind, haben die Jungtiere den ersten Auftritt bei einem Rennen. Erfolgreiche Rennkamele können eine Laufbahn von bis zu 10 Jahren vor sich haben. Doch Champion zu werden ist schwer. Viele Tiere erlahmen bald, bekommen Atembeschwerden oder Verdauungsstörungen. Vor dem Rennen sollen die Stars noch einmal zur Ruhe kommen. Die Maulkörbe aus Stoff verhindern, dass sie vor dem Start noch etwas fressen. Mit leerem Magen laufen sie schneller. Ismails Lieblingskamel ist über $1 Million wert. Er ist seit fast 5 Monaten hier. Wir haben ihn gefüttert und fürs Training aufgebaut. Er hat schon oft gewonnen. Ich persönlich mag ihn sehr. Er ist haargenau wie seine Mutter. Und ich denke, dass er ein äußerst vielversprechender Läufer ist. Durch meine lange Erfahrung kann ich sehr schnell erkennen, welche Tiere gute Rennkamele sein werden und welche nicht. Durch Züchtung und Auslese sind die Kamele immer schneller geworden. Vor 7 Jahren brauchten sie durchschnittlich 20 Minuten für 10 Kilometer. Moderne Rennkamele schaffen die Strecke in 17 Minuten. Lulu Skidmore hat aber noch ganz andere Züchtungspläne. Hi, big guy. It's remarkable. It's amazing. Das ist Rama, das Kama. Das Tier ist einzigartig auf der Welt. Eine Kreuzung aus Lama und Kamel. Die Mutter ist ein Guanaco, eine Lama-Art aus Südamerika. Sie wurde mit den Samen eines Kamelhengstes befruchtet. Die beiden Arten sind zwar eng miteinander verwandt, doch normalerweise würden sie sich nicht paaren. Es gab vor etwa 30 Millionen Jahren nur eine einzige Kamelart. Einige Tiere machten sich über die Beringstraße auf den Weg und wanderten über die Mongolei nach Afrika. So entstanden die Altweltkamele. Die anderen zogen nach Südamerika und entwickelten sich zu Alpaka, Guanaco, Lama und Vicuña, den Neuweltkamelen oder Lamas. Niemandem war bisher eine Kreuzung gelungen. Das war eine echte Herausforderung. Auch Lulu Skidmore gelang es nicht gleich, ein Kama zu züchten. Es gab einige Totgeburten, bevor Rama zur Welt kam. Lulu hofft, dass dieses Tier fruchtbar sein wird. Doch weil es sich um eine Kreuzung handelt, ist das noch nicht sicher. Rama ist für die Forscher im Zentrum ein Erfolg. Sie haben ein Wesen mit den Eigenschaften 2er Arten gezüchtet. Rama hat das dichte Fell eines Lamas und Stärke und Ausdauer eines Kamels.
Noch ist es nicht gelungen, ein zweites Tier in die Welt zu setzen. Aber dank Lulus Ehrgeiz wird Rama sicher nicht alleine bleiben. Die eigentliche Aufgabe des Zentrums besteht jedoch darin, die nächste und schnellere Generation teurer Rennkamele zu züchten. Allein daran wird Lulu Skidmores Erfolg gemessen. Die Leihmutter ist bereit. Lulu setzt ihr die befruchtete Eizelle eines Rennkamels ein. Behutsam schiebt sie dabei eine Kanüle in die Gebärmutter und leitet so die Schwangerschaft ein. In 13 Monaten wird die Leihmutter ein Junges auf die Welt bringen. Ein neues, potenzielles Siegerkamel. Durch künstliche Befruchtung und Embryotransfer kann ein Rennkamel in einer Saison durchaus ein Dutzend Nachkommen haben, ohne dabei aus dem Training genommen zu werden. In Dubai beginnt ein Großereignis. Es ist der erste Morgen eines fünftägigen Festivals, das letzte große Rennen der Saison. Viele der Kamele, die am Wettkampf teilnehmen, wurden in Lulus Labor gezeugt und geboren. Von weit her sind die Händler gekommen. Aus Pakistan und Afghanistan, aus dem Sudan. Sie kaufen und verkaufen hier ihre Rennkamele. Trainer und Jockeys suchen das beste Futter für ihre Tiere. Derweil sind viele Helfer mit der Vorbereitung des Rennens beschäftigt. Rennbeauftragte sind mit Wartungsfahrzeugen unterwegs. Schiedsrichterkomitees beraten die Startfolge. Doch hinter der glänzenden Fassade liegt eine dunkle Seite des Sports, die von Verantwortlichen gerne verschwiegen wird. Es sind Kinderjockeys aus Entwicklungsländern, die auf den Kamelen reiten. Früher wurden die Tiere von den Besitzern oder deren Kindern geritten. Doch die Rennen wurden immer schneller und gefährlicher. Und so holte man sich die kleinen Jockeys aus dem armen Ausland. Schon lange protestieren Menschenrechtsgruppen aus westlichen Ländern dagegen. Aber der arabische Anthropologe Hassan Diab denkt, dass die Proteste wenig bewirken. Die Jockeys auf den Kamelen sind normalerweise Kinder, nicht älter als 15. Meistens werden sie aus Entwicklungsländern wie Bangladesch geholt. Einziges Kriterium bei ihrer Auswahl ist der genügend kleine Körperwuchs. Sie sind für die Leute hier Fremde, Ausländer. Es existiert deshalb kein Druck, die Einreise der Kinder aus diesen Ländern zu stoppen. Streng genommen werden sie sogar ihren Familien abgekauft, für etwa 100 Dollar. Die Jungen sind dann für lange Zeit von ihren Familien getrennt, manchmal sogar für immer. Die Verantwortlichen im Kamelbusiness halten dagegen, dass die jungen Jockeys mit ihrem Lohn die Familien in der Heimat unterstützen. Außerdem könnten sie später selber zum Kameltrainer aufsteigen. Aber nur die wenigsten schaffen das. Das Thema Kinderjockeys ist hier tabu. Niemand will vor der Kamera Stellung beziehen. Nur kurz und unter Aufsicht darf Jockey Khaled über seine Erfahrungen sprechen. Sein Alter nennt er nicht. Als ich das erste Mal auf einem Kamel saß, hatte ich Angst. Aber nun kann ich sehr gut reiten und bin nicht mehr ängstlich. Jeder denkt, dass ich wirklich gut bin. Ich bin perfekt. Und wenn ich Erster oder Zweiter werde, bekomme ich etwas Geld.
Auch in den Emiraten gibt es Gesetze gegen die Ausbeutung von Kindern. So ist es illegal, Jockeys unter 15 Jahren zu beschäftigen. Doch die meisten sind gerade einmal 8. Für Hassan Diab sind daher nicht fehlende Gesetze an der Misere schuld. Es gibt sehr viel, was geheim gehalten wird oder hinter verschlossenen Türen geschieht. Aber auch in westlichen Gesellschaften werden Kinder auf die eine oder andere Weise ausgebeutet. Es ist einfach wichtig, deutlich zu sagen, was im Moment mit den Kinderjockeys passiert, geschieht nicht, weil es keine Gesetze dagegen gäbe, sondern weil diese Gesetze nicht durchgesetzt werden. Es gibt eben nicht genügend einflussreiche Gruppen, die sich für die Rechte der Kinder einsetzen und darauf achten, dass die Gesetze auch eingehalten werden. Schon um 5 Uhr morgens treffen die ersten Trainer mit den Kamelen und Jockeys auf dem Gelände der Rennbahn ein, um sich die besten Plätze zu sichern. Denn es geht früh los. Ab 11 Uhr ist die Hitze kaum noch auszuhalten. Letzte Vorbereitungen auf dem Trainingsgelände. Cheftrainer Salem testet die Funkgeräte, die an den Trikots von Khaled und seinen Teamkollegen festgeschnallt sind. Über Funk wird der Cheftrainer seinen Jockeys während des Rennens Anweisungen geben. Während die Kamele die Strecke zur Rennbahn zu Fuß zurücklegen müssen, freuen sich Khaled und die anderen Kameljockeys über den Luxus, chauffiert zu werden. Über den Tag hinweg gibt es viele Rennen. Einige sind ausschließlich für die Kamele der Scheichs, andere für die der Händler. Als Preise warten glitzernde Geländewagen auf die Gewinner. Sie wurden von reichen Geschäftsleuten aus Dubai gespendet. Bei den Scheichs, Beduinen und Trainern steigt die Anspannung. Vor allem von den kleinen Jockeys hängt jetzt viel ab. Die Kamele werden in Startposition gebracht. Khaled und sein Rennkamel sind irgendwo in der Menge. Kamelrennen sind auf längere Strecken ausgerichtet. Was zählt, ist vor allem die Ausdauer, weniger die Geschwindigkeit. Dennoch laufen die Kamele auf der 10 Kilometer langen Strecke durchschnittlich mit Tempo 40. Der Eintritt für die Zuschauer auf der Tribüne ist frei. Die Scheichs finanzieren die Rennen aus eigener Tasche. Und anders als bei Pferderennen wird hier nicht gewettet. Das verbietet der Islam. Allein die Spannung des Wettkampfes zählt. Kurz vor der letzten Kurve liegt Khaled in der Mitte der Gruppe, direkt hinter dem Führenden. Der letzte Kilometer ist erreicht. Die Trainer treiben die Jockeys über Funk an. Sie fahren in Bussen parallel zur Rennbahn und haben alles genau im Blick. Khaled kommt als 5. ins Ziel. Dieses Mal wird er keinen Preis bekommen.
Im Camp der Beduinen werden die Siege gefeiert und die Niederlagen diskutiert. Die Kamele werden gefüttert, mit Wasser versorgt und für die Nacht angebunden. Die Traditionen der Beduinen bleiben bestehen. Doch der Sport ihrer Vorfahren wird zunehmend von Millionengeschäften und moderner Wissenschaft geprägt. Das Ziel ist das perfekte Rennkamel.